Meine Mutter war entsetzt. Sie war vollkommen entsetzt, als sie herausgefunden hat, dass sich die Mitzi, die ich so gerne Kinder haben wollte, sich hat sterilisieren lassen, auf Hitlers Anweisung. Der Hitler wollte keine Nachkommen haben. Und sie wollte unbedingt mit Hitler zusammenbleiben. Und da hat sie eben, damit sie keine Kinder bringen, wahrscheinlich hat sie gehofft, dass sie den Hitler doch noch heiraten würde. Mal. Doch eine Ehe kommt für Hitler nicht in Frage. Meine Braut ist Deutschland, verkündet er. Schon 1925 lässt er im Völkischen Beobachter als Reaktion auf Gerüchte, er habe sich verlobt, klarstellen: Ich bin dermaßen mit der Politik verheiratet, dass ich nicht daran denken kann, mich auch noch zu verloben. Selbst im engsten Kreis präsentiert er sich als kinderlieber Junggeselle, der Politik zuliebe auf eine eigene Familie verzichtet. Eine Legende. Eine Ehefrau hat Rechtsansprüche. Ja, und sie hat natürlich auch eine ganz andere Machtposition und ganz andere Einflussmöglichkeiten als eine Mätresse. Und das fürchtete Hitler. Denn Hitler war ein doch auch zutiefst unsicherer Aufsteiger. Auf dem Weg zur Macht half diese Dame, Winifred Wagner, die Herrin von Bayreuth. Zeitzeugen behaupten, dass Hitler ihr einen Heiratsantrag gemacht habe, einen Antrag aus Kalkül. Die Ehe mit der Wagner-Erbin, heißt es, hätte seinen gesellschaftlichen Aufstieg beschleunigt. Er hat sie zweimal gefragt, zwischen 30 und 33, ob sie ihn nicht heiraten wolle. Und da hat sie beide Male geantwortet, das könnte sie nur, wenn er in einer offiziellen Stellung wäre. Sicher ist, dass Winifred mit den politischen Auffassungen Hitlers weitgehend übereinstimmt. Auch seine Persönlichkeit fasziniert sie. Ich muss gestehen, dass ich sofort also einen sehr großen und tiefen Eindruck von dem Mann hatte. Das Auge war vor allen Dingen ungeheuer anziehend, ganz blau und ein großes, ausdrucksvolles Auge. Wer 30 Jahre nach dem Krieg so redet, blendet vieles aus.